Der in Alabama geborene Aaron Johansson ist schon seit 3 Jahren beim SV Werder Bremen, kam aber erst auf 29 Spiele in Grün-Weiß. Immer wieder wird er von verschiedenen Verletzungen zurückgeworfen, die es nicht möglich machten, dass er sich in der Bundesliga etabliert. Zunächst waren es Knie und Hüfte, zuletzt das Sprunggelenk. Seit Monaten schlägt er sich nun mit einer Knöchelverletzung rum, die ein Comeback immer wieder hinauszögert. Nun hat Werders Sportchef Frank Baumann dem Bremer Portal Weichstube deutlich erklärt, dass Johansson keine Zukunft in Bremen hat. Zumindest nicht fußballerisch. Aktuell steht er zwar vor einer Rückkehr auf den Trainingsplatz, aber nicht mehr in die erste Mannschaft. Zu lange hat die Regeneration gedauert, zu sehr ist die Mannschaft ohne Johansson gewachsen und steht auch aufgrund des harmonischen Mannschaftsgefüges vor dem 9. Spieltag auf dem 3. Tabellenrang. Die Tore schießen andere, vornehmlich Kapitän Max Kruse und Saisonentdeckung Maximilian Eggestein. Bei Werder weiß man aber um die Möglichkeiten des US-Amerikaners. Natürlich traue ich Aaron zu, wieder in der Bundesliga oder einer vergleichbaren Liga zu spielen, sagt Baumann bei Deichstube. Die Grundqualität hat Aaron, Johanssons Konkurrenz ist schlicht zu groß. Baumann redet sogar lieber über andere Verletzte, wenn dann auch noch Finn Bartels dazu kommt, wird es schwer für Aaron, erklärt Baumann. Der Spieler sei über die Ansicht des Vereins informiert. Damit hat der 27-Jährige Zeit, sich im Winter nach einem neuen Verein umzuschauen. Die Option, im Sommer ablösefrei zu wechseln, ist in jedem Fall gegeben. Sollte er verletzungsfrei bleiben, könnte er sogar noch in der Bundesliga eine Chance erhalten, wie Baumann aussagt. Es gibt Vereine, die durchaus einen gesunden Knipser gebrauchen könnten. Der SC Freiburg hat schon des Öfteren zeigen können, dass man im Breisgau aus Spielern Leistungsträger macht, die bei anderen Vereinen abgeschrieben werden. Als bestes Beispiel fand auch Nils Petersen nach Stationen in Bremen und München sein Glück. Freiburg steht aktuell auf Rang 8 der Tabelle und kann sich in den bisherigen Partien auf seine Torjäger verlassen. Petersen, Luca Waldschmidt und Jerome Gondorf trafen je 2-mal in der Liga. Dennoch könnte es nicht schaden, in der Saison hinten raus noch Verstärkung zu haben, einen genesenen Johansson von der Bank zu bringen, könnte im etwaigen Abstiegskampf, mit dem Freiburg aktuell freilich noch nichts zu tun hat, den Unterschied machen. Freiburg wird sich im Winter Gedanken über alle möglichen Szenarien machen, um den Klassenerhalt so früh wie möglich zu sichern. Auch Hannover 96 hat schon so manchen Spieler aus Bremen wieder aufgepäppelt und Bundesliga-reif gemacht. Jüngstes Beispiel ist Niklas Füllkrug, der sich mittlerweile als eine feste Größe im Team der Niedersachsen etabliert hat. Da die Roten aber auch oft mit dem Abgang von ihren Leistungsträgern umgehen müssen, wären sie mit einer Personalie wie Johansson für einige Jahre auf der sicheren Seite. Bei einem attraktiven Gesamtangebot und entsprechender Vertragslaufzeit ist Johansson ein Kandidat für eine lange Zeit bei den 96ern, wenn sie ihm eine Chance geben. Vom letzten Tabellenplatz grüßt Fortuna Düsseldorf. Dem Vernehmen nach war Johansson bereits im Sommer im Gespräch beim Aufsteiger, doch schließlich soll die Entscheidung für Marvin Ducksch gefallen sein, der vom 1. FC St. Pauli mit in die erste Liga ging. Damit wurde eine Verpflichtung des Bremers überflüssig. Doch die Planungen der 95er gingen nach hinten los, Ruven Hennens trifft nicht mehr. Benito Raman fühlt sich auf den Flügeln deutlich wohler. Marvin Ducksch scheint noch nicht wirklich in Düsseldorf angekommen zu sein. Eine Grundqualität wie die des US-amerikanischen Nationalspielers Johansson wäre für jeden Aufsteiger eine echte Unterstützung gewesen, vor allem in der aktuellen Situation.
Für die Winterpause könnte sich der Abstiegskandidat Nummer 1 auf jeder Position verstärken wollen und eventuell auch mit Johansson sprechen. Das Champions League-Teilnehmer FC Schalke 04 einen Stürmer wie Johansson gebrauchen könnte, war vor der Saison noch nicht abzusehen. Mit Franco Di Santo, Breel Embolo, Cedric Teuchert, Guido Burgstaller und Marcut hat Schalke 5 nominelle Stürmer im Kader, doch das scheint nicht zu genügen. An den vergangenen 8 Spieltagen schoss Schalke insgesamt nur 5 Tore. Das böse Erwachen kommt nicht zu spät, denn in der Winterpause können die Knappen nachrüsten und sich mit einem Spieler mit größerem Torriecher verstärken. Johansson könnte dabei auch auf dem Zettel stehen, denn aktuell fehlt Schalke sogar die viel zitierte Grundqualität. Weniger Tore als Schalke haben bislang nur die Spieler des 1. FSV Mainz 05 geschossen. Mit 4 Treffern stehen sie nur auf dem 12. Tabellenplatz, weil sie gleichzeitig auch die stabilste Defensive der Liga haben. Ihr Torverhältnis beträgt 4:8, eine Quote, die sich rächen könnte. Denn wenn die Stürmer weiterhin nicht treffen, könnte den Rheinhessen im Laufe der Saison noch die Puste ausgehen. Anthony Uja traf doppelt, doch brauchte 6 Partien dafür. Johansson wäre vermutlich sogar bereit, zunächst als Backup für Uja und Sturmpartner Jean-Philippe Mateta zu fungieren, der aktuell unter Trainer Sandro Schwarz gesetzt ist, aber erst einen Treffer erzielte.